So, es soll darum gehen, Kicks mehr Punch zu verleihen und Bassen eine schönere Klangfarbe zu geben. Das kann man quasi mit derselben Technik machen. Wir gehen einmal hier Rechtsklick, Replace und bauen uns aus dem dreifachen Oszillator schönen Bass zusammen. Dazu gehen wir einmal hier raus und hier raus. Das ist die Lautstärke für die beiden Oszillatoren. Und gehen dann hier quasi ganz runter. Dann haben wir schönen Bass. Tada! Aber der ist jetzt noch ziemlich lame. Hier können wir quasi einstellen den Mixer-Track. Gehen dann hier oben auf den Mixer und auf den Track vom Bass. Dann gehen wir auf Slot 1 und gehen da. Es gibt zwei Dinge, die ich euch zeigen möchte. Einmal den Wave Shaper. Dann das Einzige, was ihr machen müsst, ist quasi das Hochziehen. Ich zeige euch mal den Unterschied. Tada! Und wenn wir jetzt quasi noch Fast Distortion hinzufügen, dann ich finde immer gut die Voreinstellung The Heat. Das kann man dann quasi noch zurücknehmen. Und klingt dann halt direkt viel besser, anstatt halt so einen langweiligen, sehr platten, einfachen Ton. Hat man ein bisschen mehr Klangfarbe und Wärme. Das Ganze kann man quasi auch mit Kicks machen. Wir nehmen einfach mal irgendeine, sagt er und probierte 50.000 Stück aus. Ich bin bei Kicks immer ein bisschen kritisch. Ja, nehmen wir auch die kommende schöne 808. Quasi dafür dann nochmal einen anderen Track. Dann wieder einen Mixer rein. Hier bei der 2. Dann einmal hier einen Wave Shaper. Halt nicht übertreiben. Gucken, wie es für euch passt. P-Controller. Ach Quatsch. Vollkommen falsch. Wo war es denn? Fast Distortion, genau. So, wie Heat. Da vielleicht ein bisschen weniger. Man sollte am besten auch noch tunen. Aber wie Kicks getunt werden, habe ich euch in einem anderen Video gezeigt. Ja, so viel dazu. Ein bisschen Klangfarbe, ein bisschen mehr Druck hinter. Ja, gut.